Krieg, Verrat, Massaker, Schwüle, Hitze, Anmut und Geheimnis. Der Mekong ist mehr als ein Fluss. Er ist ein Strom von Gedanken, Geschichte, Gefühl und Geruch. In den Bergen von Myanmar, von Burma, trainiert die rebellische Wa-Armee ihre jungen Soldaten. Der Mekong roch immer nach Gewalt. Der Mekong riecht nach Opium. Auch wenn die Engländer längst weg sind, die diesen Teil des Kolonialwarenhandels zum großen Geschäft gemacht hatten. Der Mekong riecht auch nach Reichtum und Raubbau. So gierig wird am Fluss verdient, dass bald nichts mehr übrig sein wird von seinen Schätzen. Früh holt die Fähre bei Jing Hong in Chinas Yunnan-Provinz die ersten Passagiere über, Kautschuksammlerinnen. Ihr Arbeitstag wird schon wieder zu Ende sein, wenn die Sonne im Zenit steht. Der Kautschuk fließt in der Tageshitze nur noch zäh aus den angeritzten Bäumen. Ein Yuan nimmt der Fährmann für die Fahrt, 10 Cent. Ohne den Fluss gäbe es hier gar keinen Weg. Der Langkang ist gut zu kleinen Leuten wie mir. Er gibt uns Arbeit. Langkang nennen die Chinesen den Strom am Oberlauf. Er hört auf viele Rufnamen der Mekong oder Mänam Kong, die Mutter aller Wasser. Der Mekong hat hier schon 2000 Kilometer meist rauer Schussfahrt durch Gebirge hinter sich. Seine Quelle liegt auf dem Hochplateau von Tibet. Erst in der chinesischen Provinz Yunnan wird er schiffbar. Dort, bei Jing Hong, beginnt unsere Reise. Sie führt weiter in die Berge des Goldenen Dreiecks, der Grenze zwischen Burma, Thailand und Laos. Mit dem Langboot steuern wir durch die Stromschnellen von Laos, sind unterwegs in Kambodscha und im fruchtbaren Mekong-Delta von Vietnam. Die Bauschiffe in Yunnan liegen da, um Felsen aus dem Weg zu räumen. China hat Pläne mit dem Mekong. Er soll zur Wasserautobahn werden. In bewährtem Pekinger Parteichinesisch heißt das: Mit Sicherheit und Effizienz wird der Mekong zur Wasserstraße 5. Grades. Gummimilch. Die Kautschukarbeiter sind aus dem Wald zurück. Das ganze Dorf sammelt im Auftrag eines Staatsbetriebs. Kautschuk ist gefragt. Auch Krisen in der Welt steigern den Absatz von Latexprodukten, von chirurgischen Handschuhen zum Beispiel. Eimerweise nimmt das Dorf Ho Wang so teil an der Globalisierung und trägt bei zum chinesischen Wirtschaftswunder. An diesem Tag kommt nach der Arbeit sofort das Vergnügen. Ab wann genau man sich gegenseitig nass machen darf, haben die Priester und Sterndeuter ausgerechnet. Das buddhistische Neujahrs- und Wasserfest Mitte April folgt strengen Regeln. Die sportliche Regel am religiösen Badetag heißt jeder gegen jeden. Jeder Tropfen soll Glück bringen, hoffentlich auch die auf der Linse. Ein Haarschmuck der Dai, sie sind mit den Thai verwandt. Die Provinz Yunnan grenzt an Thailand.
Wir verlassen Hohhuang und fahren 15 Kilometer in die Zukunft. Kamerateams dürfen die Baustelle des neuen Staudamms in Qinghong nur von Ferne filmen. Die chinesischen Behörden haben Angst vor dem falschen Eindruck. Vor der Frage, ob ein halbes Dutzend neuer Dämme zur Stromgewinnung dem Fluss das Wasser abgräbt oder das ökologische Gleichgewicht zerstört. Schichtende am Damm. China ist nur ein Land am Mekong, aber eins, das die anderen nicht fragt, was es mit ihm machen darf. Die Hängebrücke, auf die Qinghong so stolz ist, ist die Tribüne zum Höhepunkt des Neujahrsfestes. Der Mekong ist das Stadion. Auf dem Wasser werden sich die Drachenboote messen und an Land misst sich Schönheit. China und die Kulturen Südostasiens mischen sich bunt am südlichen Ende der Vielvölkerprovinz Yunnan. Viele Menschen sind im Lauf der Geschichte den Fluss hinauf oder hinabgewandert. Früher haben die Fürsten bei solchen Wettbewerben die Kraft ihrer Truppen gemessen. Wer die schnellsten und wendigsten Ruderer hatte, lag militärisch im Vorteil am Mekong. Bei der modernen Formel 1 der Drachenboote treten beide Geschlechter mit und gegeneinander an. Auch hier an diesem Tag Wasserspritzen zu Ehren des badenden Buddha. Eine Brauerei sponsert das Drachenbootrennen und hat die Geldpreise für die Sieger gestiftet. Gewonnen hat das Boot der Damen in Rosa. Das neue buddhistische Jahr hat begonnen. Am Abend werden in Qinghong die Lichter auf den Mekong gesetzt. Mit ihnen treiben die Sünden davon. Die Mutter aller Wasser wäscht die Menschen für ein Jahr wieder rein. Kilometer flussabwärts stößt der Mekong an die chinesische Grenze. Da vorne wird es gefährlich, zu schmal bei Niedrigwasser. Aber in den letzten Tagen ist der Pegel ja schon wieder einen Meter gestiegen. Wir legen an in Guanlei, dem Heimathafen für den kleinen Grenzverkehr zwischen China und dem Goldenen Dreieck. Die Schiffe können hier nicht das ganze Jahr ungehindert verkehren. Jetzt setzt die Regenzeit wieder an.